Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um die First Impression von der Catrice Made for Stars Lidschatten und Blush Palette. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Palette schnell von innen. Also sie hat praktisch noch einmal so eine Schutzhülle und die Palette an sich sieht auch nochmal genauso aus wie die Umverpackung. Und hat halt auch so einen sehr, sehr schönen holographischen Effekt. Gefällt mir richtig gut. Und von dem Aufsteller hat mir die irgendwie am allerbesten gefallen. Und so sieht das von innen aus. Also man hat hier auch nochmal eine Schutzfolie, was einfach nochmal mit so Sternchen bezeichnet ist. Und ja, so sieht die Palette aus. Und ich finde, es ist eine richtig, richtig schöne Palette. Und ja, damit zaubern wir jetzt einfach mal ein kleines Augen-Make-up. So, ich habe euch jetzt mal näher rangeholt und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Ton Divine und damit werde ich einfach mal mein komplettes Augenlid praktisch setten. Als nächstes nehme ich mir hier so einen Pinsel von Essence und gehe in diesen Farbton hier. Und das ist der Farbton Mystic. Und wie man hier jetzt schon erkennen kann, wenn man hier leicht reingeht, also ein bisschen Kickback hat es praktisch, aber mal schauen. Klopfen auf jeden Fall mal gut ab und gebe mir das jetzt einfach mal hier in die... Lidfalte. Und was man hier jetzt auch sehr, sehr schön sehen kann, dass man die Farben schön aufbauen kann. Also man kann sie ganz leicht verwenden, man kann aber auch, wenn man mehrmals drüber geht, wirklich den Farbton schön aufbauen. Ja, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Als nächstes nehme ich mir die 225 Lux Eye Blender von Zoeva und gehe damit in den schwarzen Farbton, und zwar After Dark, das ist dieser hier. Und gebe mir den so ein bisschen in den äußeren Winkel. Und ich war jetzt im Endeffekt nur einmal drin und man kann halt wirklich schön das Auge hier abdunkeln. Nehme ich nochmal den Blenderpinsel und gehe nochmal in die Farbe Mystic und gehe hier nochmal drüber, um das Ganze zu verblenden. Als nächstes nehme ich hier so einen flachen Pinsel und gehe in den Farbton Star Chasing. Das ist dieser hier. Und gebe mit dem praktisch aus bewegliche Lid. Und den muss man auf jeden Fall gut abklopfen, der ist sehr bröselig. Aber er ist auch sofort da. Also er ist jetzt nicht angefeuchtet oder so. Ich tupfe mir den hier wirklich bloß auf und ich finde, er hat jetzt schon einen sehr, sehr schönen Schimmer. Was man wahrscheinlich mit... und ich sehe auch, er hat Fallout. Also ich habe hier definitiv Fallout. Und normalerweise mache ich es mittlerweile so, dass ich erst mein Augen-Make-up mache
und dann meine Base, einfach um das zu verhindern. Aber wir fegen das gleich einfach weg. Jetzt möchte ich nochmal ausprobieren, wenn ich mit dem Finger reingehe und dann praktisch das aufs Augenlid auftrage. Ja gut, ich finde jetzt, das macht jetzt wirklich nicht mehr so viel Unterschied. Jetzt bin ich mal ein bisschen mehr in die Farbe reingegangen. Mal näher ran. Also hier kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen, dass ich hier Fallout bekommen habe. Den Schimmer finde ich sehr, sehr schön. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass so die erste Farbe so ein bisschen weg ist. Das würde ich sagen, bauen wir mal noch so ein bisschen auf und dann gefällt es mir, glaube ich, eigentlich schon ganz gut. So gefällt mir das Ganze jetzt schon ein bisschen besser. Jetzt gehe ich in den Farbton Galaxy, das ist dieser hier, und verblende das so ein bisschen nach oben. Als nächstes nehme ich mir hier diesen Smudger-Pinsel von Zoeva und gehe in den Farbton. Ja, eigentlich nochmal Mystik. Also was mir jetzt hier fehlt in der Palette, in der Tat, ist ein einfaches Braun. Also so ein wirklich einfaches Braun, so ja etwas dunkler als das hier. Aber das ist mir halt zu dunkel für unten und das ist halt einfach zu rotstichig. Also das würde mir jetzt fehlen, glaube ich. Aber gut, ich habe ja eigentlich genügend andere Paletten. Ja, aber generell würde ich das jetzt so lassen. Was ich jetzt vielleicht noch machen werde, ist mit dem Schwarzton am Wimpernkranz ein bisschen entlang gehen. Dafür nehme ich mir hier von Essence diesen kleinen Smudger-Pinsel und gehe ganz leicht in diesen After Dark Farbton und gebe mir den jetzt hier zwischen die Wimpern so ein bisschen rein. Hier diesen Fallout noch ein bisschen wegzufegen. Ja, als nächstes nehme ich mir hier diesen spitzen Pinsel von Evelyn und gehe in diesen Highlighter hier und der heißt Dreamland und gebe mir den jetzt einfach noch mal so ein bisschen in den inneren Augenwinkel. Also so sieht jetzt mein Augen-Make-up im Endeffekt aus. Ich finde, es ist ganz schön geworden, schönes Alltags-Make-up. Ich finde nur, die Farben kommen nicht so klar raus wie jetzt bei anderen Paletten. Also da gibt es schon auch bessere. Und ich schaue gerade ziemlich weiß aus, sehe ich gerade. Ja, aber alles in allem finde ich, ist es so schon schön geworden. Also man kann jetzt nichts Negatives sagen, also da gibt es weitaus schlechtere Lidschatten. Ich finde, sie lassen sich schön einfach auftragen, schön verblenden, man kann mit ihnen schnell arbeiten. Jetzt sind hier noch Blushtöne und Highlightertöne drin. Das sind diese unteren hier, also hier haben wir zwei Highlighter. Weil ich aber sagen muss, so als Highlighter zu tragen,
finde ich schon schwierig. Also switche ich die jetzt mal hier. Und wie man erkennen kann, ist der doch schon sehr lila-stichig und der andere schon sehr goldstichig. Also so wirklich als Highlighter verwenden würde ich die jetzt nicht. Jetzt haben wir noch die Blushtöne hier drin. Und auch hier ist es so, dass ich jetzt bis auf den hier die anderen eher nicht als Blush sehen würde. Ich gehe jetzt mal in den Farbton Supernatural. Also das ist ja der Blushton, den ich verwenden würde. Also dieser zweite hier. Gehe jetzt einfach mal rein. Klopfe auch mal so ein bisschen ab. Der ist schon sehr gut pigmentiert. Also hier muss man halt wirklich aufpassen. Der ist wirklich gut pigmentiert. Ich gehe jetzt hier auch nochmal mit so einem fluffigen Pinsel drüber. So gefällt es mir, glaube ich, ganz gut. Und jetzt hole ich mir noch einen Highlighter. Ja, und da verwende ich jetzt einfach mal den neuen von Essence, den Cool Stay Cool Lama Highlighter. Der sieht hier innen drin so aus. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach den Highlighter-Pinsel von Essence und gehe hier einmal schön durch. Klopfe das Ganze auch wieder ab. Den jetzt hier einfach mal auf. Und ich finde, der hat einen richtig schönen Glanz. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ja, und jetzt kommen wir zu noch einem neuen Produkt, was bei mir eingezogen ist. Und zwar von Essence die I Love Extreme Curl und Volume Mascara. Das ist diese hier. Und die hat ein ziemlich großes Bürstchen. Und ich habe sie gestern schon einmal verwendet und muss sagen, man muss schon sehr vorsichtig sein. Ich hole euch nochmal näher ran. Ich hoffe, dass man das jetzt gut sehen kann. Also was ich schon mal finde, sie macht wirklich schöne Wimpern. Also sie curlt die wirklich so schön nach oben. Und man sieht jetzt hier auch schon einen Unterschied. Aber für den unteren Wimpernkranz muss ich definitiv eine andere nehmen. Weil da hätte ich Angst, dass ich mir wirklich damit das komplette Make-up dann versaue. Ich finde, sie ist auch nichts für mal schnell einmal drüber. Aber muss ich für die schon definitiv Zeit nehmen. Und jetzt verklumpen mir die Wimpern hier. Ja, also wie man jetzt hier gesehen hat, hier ist mir das total verklumpt, weil irgendwie von der anderen Seite finde ich das ein bisschen komisch, also irgendwie funktioniert das nicht in beide Richtungen, finde ich. Und jetzt habe ich mir hier einfach mal die Love Guilty Eyes zur Hilfe genommen, weil die ein schönes kleines Bürstchen hat und hier auch nicht mehr so viel Produkt drin ist. Und damit, finde ich, kann man dann sowas immer ganz gut retten. Und tusche gleich nochmal die unteren Wimpern. Und den Patz hier unten mache ich jetzt gleich mit einem Wattepad weg. Also einfach, wenn das so ein bisschen angetrocknet ist, finde ich, kann man das immer ganz gut einfach wegmachen. Ja, also alles in allem gefällt mir der Look sehr, sehr gut. Es ist ein schöner Alltagslook, also es ist jetzt nichts super Dramatisches. Aber deswegen habe ich mir auch die Palette ausgesucht. Und was ich ein bisschen schade fand bei den Love-Paletten zum Beispiel, dass zu viele gleiche Farbtöne irgendwie drin waren. Also da waren Brauntöne und die waren wirklich
ein paar Nuancen Unterschied und ja, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Und deswegen wollte ich auch nicht 22 bzw. 23 Euro dafür ausgeben. Und jetzt tun wir noch einmal Fixing Spray drüber. Über das Ganze. Ja, und dann wäre mein Look an sich auch schon fertig. Und wie gesagt, also mir hat die Palette einfach am besten gefallen von den anderen, weil hier kann man schöne Alltags-Make-ups mit schminken. Das war mir halt bei der Palette irgendwie auch wichtig. Von den Blushes finde ich es ein bisschen schade, dass nur ein matter Ton dabei ist, muss ich sagen. Highlighter, auch hier finde ich, hätten sie einen neutralen Ton machen können. Aber ja, sei mal dahingestellt, an sich wirklich eine schöne Palette mit schönen Farben. Ich werde auch auf meinem Instagram-Kanal Swatches dazu online stellen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und alles in allem finde ich aber, kann man die Palette wirklich hernehmen. Man kann wirklich schöne Looks damit schminken. Vor allen Dingen, weil ich finde, also die Farben, die ich jetzt ausprobiert habe, haben halt den Vorteil, dass sie sich schön auftragen lassen, sich schön verblenden lassen. Man kann sie aufbauen und sie geben keine Flecken. Also das finde ich auch immer ganz wichtig. Es gibt so Farben, die geben Flecken und das finde ich natürlich nicht so schön. Und ja, man kann damit ein schnelles Alltags-Make-up schminken in der Früh. Und deswegen auf den ersten Eindruck finde ich sie schon mal super. Ich werde sie auf jeden Fall weiter testen und ja, freue mich schon auf weitere Looks mit der Palette. Ja, habt ihr die Paletten schon entdeckt im DM oder Müller? Ich glaube, Rossmann kriegt die Paletten gar nicht. Wenn ja, habt ihr sie geswatcht? Wie findet ihr die Paletten? Und wenn ihr euch eine mitgenommen habt, dann schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche es bei euch geworden ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!